Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei X-Train24, Ihrer Einkaufswelt für Modell, Eisenbahn und Zubehör. Und mit Zubehör habe ich mir auch gerade wieder das richtige Stichwort gegeben, denn heute möchte ich Ihnen etwas ganz Geniales, etwas ganz Tolles aus dem Hause Fiesmann mit der Marke Kibri vorstellen. Es ist das Haus Bichelberg. Jetzt werden Sie denken, was soll denn das? Tja, es ist nämlich der neue Kibri-Bau oder die neue Kibri-Bausatzgeneration in Steckbauweise und in zwei Farben Spritzgießverfahren gefertigt. Es hat viele Vorteile und das werde ich Ihnen auch gleich sagen. Steckbauweise muss ich nicht groß erklären, das kann sich jetzt jeder selbst am lebendigen Leibe vorstellen, wie das funktioniert. Die Teile werden einfach zusammengesteckt. Und das ist auch wirklich so, es ist ganz einfach. Das Haus kommt beim Zusammenbau fast ohne Klebstoff aus. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen muss. Es ist eigentlich ganz genial, wie einfach. Und ich zeige Ihnen das auch gleich mal anhand dieser einzelnen Teile. Ich werde das noch mal etwas auseinandernehmen. Wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet, damit wir nicht ganz so lange Ihre Zeit verschwenden, sondern den Rest können Sie sicher allein denken. Ich mache jetzt mal hier alles raus. So, Moment, das geht etwas schwierig. Sie sehen, das hängt wirklich sehr fest zusammen. So, anhand dieser Giebelwand, ich halte sie jetzt mal hier rein. So kommt das Ding aus der Kiste und hier hinten dran sehen Sie schon ganz viele Noppen. Ja, und dort passen eigentlich nur Teile drauf, die dahin gehören. Können sich also hier nicht verbauen, irgendwas verbasteln, dass zum Schluss Teile fehlen oder irgendwas Falsches angesetzt wurde, kann Ihnen hier nicht passieren. Das ist das Schöne daran. Jetzt kommen wir zu diesen zwei Farben Spritzgießverfahren, zu diesem fürchterlich langes Wortmonster. Hier sehen Sie, dass die drei Fenster im Ganzen gespritzt worden sind. Das heißt, die passen dann auch wirklich ganz passgenau nur an diese Stelle. Sie werden es auch gleich sehen. Und jetzt in der zweiten Farbe hinten dran, jetzt werde ich es mal ein bisschen spiegeln lassen, da sehen Sie es im Scheinwerferlicht, wurde die Glasscheibe schon hinten dran gespritzt. Ja, das ist genial. Warum? Sie kennen das vom Modellbau, von älteren Bausätzen. Wenn man mit den Glasscheiben hinten dran mit Kleber und das Ganze gemacht hat, es wurde schnell blind, wenn man da ein bisschen unvorsichtig war, sah immer nicht so schön und so toll aus. Das ist damit passé. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Dazu gibt es auch eine tolle Bauanleitung. Ja, und wenn man sich daran hält, sollte man immer tun, dann kann auch nichts schief gehen. Und dann ist in 0, nix dieses Haus zusammengebaut. Giebelwand nehmen, dazugehörige Fensterfront nehmen, gucken, dass die Löcher richtig passen, eindrücken, passt, sitzt. Fällt auch nichts ab. Mache ich gleich nochmal, gern. Fenster. Reindrücken, passt. So, und das gleiche Fenster daneben. Und so, reinsetzen, reindrücken, passt. So sieht das fertig aus. Überlegen Sie mal, wie lange Sie gefummelt hätten, wenn Sie jetzt alles einzeln einsetzen müssen. Also die Zeitersparnis ist schon riesig. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe dieses Haus in einer knappen halben Stunde aufgebaut gehabt. Also das ist wirklich ganz genial. Jetzt setzen wir noch die Tür ein. Auch das zeige ich Ihnen nochmal. Halt, hier ist die Kamera. Hier sind die drei Noppen. Na, sieht man. Hier sieht man das auch an dieser Haustür. Setzt die einfach hinten dran, drückt die rein. Da ist schon mal die Haustür drin. Und jetzt setzen Sie einfach nur die Scheibe drauf, so wie sie drauf muss. Zack. Reingedrückt, erledigt. Schneller geht's nicht. So, in dem Tempo werden alle Wände entsprechend mit bestückt. Bei dem Haus Bichelberg ist natürlich noch etwas zu beachten. Sie haben hier solche kleinen Einbuchtungen. Das waren früher wahrscheinlich mal Türen drin. Das wurde zugemauert und sind jetzt also auch Fenster drin. Diese Sache sieht folgendermaßen aus.
Hier haben Sie nur eine Aufhängung. Sie müssen dann mit zwei Klebepunkten das Ganze noch fixieren, dass diese Wand sich ja nicht so dreht wie so ein kleiner Drehrumbum. Und damit ist das auch fix und fertig. So, und wenn wir das schon in der Hand haben, sehen Sie auch hier diese querstehenden, na, sieht aus wie Zwingen. Und hier unten sehen Sie diese kleinen Noppen. Und das ist das ganze Geheimnis des Zusammenbaus. Wenn wir nämlich jetzt mal die Grundplatte nehmen, da wo diese Wände aufgesetzt werden müssen, das zeige ich Ihnen auch gleich, demonstriere ich Ihnen gleich, passt das eigentlich nur an der Stelle zusammen. Ja? So, ich nehme einfach mal jetzt diese Wand, halte die mal hier drunter. So muss ich das machen, da sehen Sie die Noppen und auch die kleinen Zwingen. Und so passt das wirklich wunderbar zusammen, ohne zu kleben, fix und fertig. So, bevor wir das jetzt eindrücken, möchte ich Ihnen natürlich noch folgende Überlegung ans Herz legen. Sie müssen ja auch, oder Sie wollen ja auch ein Haus beleuchten. So, und dazu ist es ratsam, dass man entweder vorher diese schwarze Pappe zurechtschneidet und vorher aufklebt, aufbringt. Wer das nicht machen möchte, weiß, dass es auch schwarze Farbe gibt. Da geht es genauso. Es ist ja auch wichtig, denn wenn Sie ein Haus beleuchten und nur einfache Beleuchtung haben, damit die Wände nicht alle mitstrahlen, das sieht ja auch ein bisschen doof aus. Und im Original ist es ja auch nicht so. Ja. So, wie beleuchte ich jetzt ein Fiesmann? Ein Kibri-Haus mit Fiesmann-Elementen. Das haben Sie alle schon gesehen. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon haben. Es gibt im Hause Fiesmann, aus dem Hause Fiesmann, folgendes Zubehör. Und zwar einmal diesen Lichtkasten. Ich muss die LED mal rausnehmen hier. Dieser Lichtkasten wird im Grunde genommen hinter das Fenster geklemmt. Und als ganz pfiffige Modellbauer, Sie sehen, ich habe es bereits schon gemacht, habe ich aus dem Bastelbogen, aus dem Zubehörbogen, der dabei ist, eine kleine Wohnungseinrichtung hinten reingeklemmt. Und es hat den Vorteil, dass, oder überhaupt diese Kästen haben den Vorteil, dass man das Ganze dann auch fast 3D und recht plastisch hinbekommt. Ja? So. Und nun muss man nichts anderes machen, als diese Etageninnenbeleuchtung als LED sozusagen, ebenfalls aus dem Hause Fiesmann erhältlich. Das ist ganz einfach, das ist schon fix und vorgefertigt. Sie haben hier oben diesen Schlitz, dort wird das Ganze eingebracht, passt auch sehr genau rein. Und wenn alles richtig angeschlagen ist, nur noch mal kräftig drauf drücken. Sie haben es klacken gehört und schon ist die LED drin. Und damit kann man dann schon das Ganze hinten an das Fenster mit zwei, drei Klebetropfen fixieren und schon ist das Fenster individuell beleuchtet. Das ist ja auch im wirklichen Leben so. Alle Fenster eines Hauses brennen abends sowieso nicht. So, wenn wir schon die LED hatten, Sie kennen das noch aus meinen vorgehenden Filmen, gibt es diese Verteilerleiste mit Powermodul, die also auch gleich die LED gleichrichtet, dass also auch schöner sauberer Strom rauskommt. Und wir benutzen natürlich dazu auch diesen Fiesmann Lichttrafo dazu. Jetzt könnten Sie natürlich auf die Idee kommen und sagen, ja, ich kann ja nur, Sie schließen ja nur ein Fenster an. Selbstverständlich kann man auch mehr Fenster anschließen. Die kann man auch unterschiedlich leuchten lassen, sollte man auch abwechseln und so weiter. Das ist aber Gegenstand eines weiteren Films. Das würde heute zu weit führen. Ich will Ihnen nur die Möglichkeit nochmal zeigen, was es alles gibt. Denn mit diesem sogenannten Multiprotokoll-Lichtdecoder werden wir uns nochmal ganz explizit beschäftigen. Damit können wir nämlich verschiedentlich Schaufenster, normale Fenster an Häusern an- und ausgehen lassen nach einem bestimmten Zeitrhythmus. Ist also eine ganz tolle Sache, würde aber heute zu weit führen. Also, jetzt haben wir diesen kleinen Lichtkasten. Wir haben ihn dann auf diesem Power-Modul aufgesteckt, in brauner und gelber Farbe. Und jetzt schließe ich nur noch das Braune an meinen Lichttrafo. Sie wissen ja, dass es da verschiedene Stromstärken gibt. So, jetzt, wenn Sie alles richtig gemacht haben, Sie sehen, leuchtet meine LED. Die ist drin. Und da sieht man auch schon wunderbar die Inneneinrichtung
hell mitleuchten. Und jetzt muss ich nichts anderes machen, als meine Hauswand nehmen und das sozusagen hier hinten an dem Fenster befestigen mit den Klebepunkten. Ich gehe mal ein Stückchen ran, mal sehen, ob wir es sehen. Naja, ein bisschen andeutungsweise kann man dann reingucken. Werde nochmal ein extra Foto jetzt dazu einblenden, dass man es etwas besser sieht. Und Sie sehen, wunderbar, fix und fertig, die Beleuchtung ebenfalls an dem Haus und sogar fast in 3D. Das ist doch mal eine Hausnummer. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Das ist eine Möglichkeit, die zu machen geht. Und die werden Sie sicherlich auch alle nutzen, das ist ganz klar. Werde ich in dem Fall aber jetzt nicht weiter verfolgen, sondern jetzt zeige ich Ihnen noch kurz, wie das Ganze zusammengesteckt wird. Also relativ einfach. Nochmal die beiden Noppen, die beiden Gegenstücke, Hauswand aufsetzen, drücken, klack und schon steht die Wand ohne zu kleben. Und das Ganze kann man natürlich ringsrum weitermachen. Auch hier nochmal die kleinen Zwingen, hier die beiden Noppen. Das passt auch nur daran. Und hier haben Sie dann auch nochmal zwei Noppen und zwei Zwingen auf der Gegenseite. Das muss dann ebenfalls zusammenpassen und wird auch. Sie drücken das Ganze auf und fügen das Haus zusammen. Das Ganze Step für Step, bis alle vier Mauern ringsrum stehen. Sie sehen das auch hier nochmal. Die Kanten sind ganz sauber und vor allen Dingen sind keine Klebereste dran. Das finden wir ja mal ganz toll. Also gute Idee aus dem Hause Kibri und natürlich mit dem Zubehörprogramm von Fiesenmann mit der Beleuchtung, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, wunderbar machbar. Aber, jetzt kommt mein großes Aber, die Häuser sehen so fürchterlich neu aus. Es gibt ja auch neue Baugebiete, ist ganz klar, aber in der Regel sind die Häuser etwas gebraucht und haben Alltagsspuren dran. Ja, und das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Dazu habe ich nämlich einen Gast hier bei mir im Studio eingeladen, der uns etwas über Altern und Gestaltung an diesem Hausbeispiel sagen wird. So, wie das jetzt zusammengebaut wurde, liebe Freunde, habe ich Ihnen gezeigt. Das ist relativ einfach und wir können auch ein bisschen zaubern beim Fernsehen. Und ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, wir wollen das Gebäude ja nicht so jungfräulich lassen. Und dazu habe ich mir einen Fachmann ins Studio geholt. Es ist Reinhard Gorn. Vielen wird er schon bekannt sein. Ich erinnere mal an den Film Immer an der Wand lang. Das ist diese wunderbare Anlage hier im Hause, die immer an der Wand lang geht. So, Reinhard, du bist aber auch Modellbauexperte. Ich weiß, du bist ein sehr genauer Typ, der dann gerne beobachtet. Du bist ja von Beruf Fotograf und da ist es ja schon Natur gegeben, dass man Dinge versucht wiederzugeben, wie man sie sieht. Ja, was schlägst du jetzt vor? Ich meine, es sieht ja natürlich ein bisschen hässlich aus, eine graue Haustür. Liebe Freunde, ich zeige es nochmal. Und ich habe meinen Freunden versprochen, wir zeigen denen jetzt was Besonderes. Was schlägst du vor? Naja, die Frage ist ja, hat man in der Realität schon mal irgendwo im Stadtbild ein glänzendes Plastikhaus gesehen? Also das gibt es ja wohl nicht. Und auf der Modellbahn versuchen wir doch, die Realität einigermaßen also nachzuempfinden, soweit es eben geht. Das Haus ist ja wunderbar von der Form, interessant, aber eben Kunststoffmaterial, was zum Teil glänzt, was so in der Wirklichkeit ja so nicht wäre. Also wir sind eigentlich im Grunde genommen gezwungen, es noch ein bisschen anzupinseln, ein bisschen zu altern, ne, damit das nicht so aussieht, wie eben frisch aus der Schachtel genommen. Ja, ne? Also man könnte ja sagen, altern ist ja so wie bei uns. Ja, wir altern ja auch, wir sind ja, auch nicht frisch aus der Schachtel sozusagen. Wir haben Gebrauchsspuren. Und wir glänzen auch nicht. Wir glänzen auch nicht. Und diese Gebrauchsspuren wollen wir natürlich an diesem Haus, an dieses Haus zaubern. Naja, der erste Gedanke ist die Farbe einfach. Ne? Also nicht, wenn man sich das Dach anguckt, da von der Form sehr schön. Ich tue es mal hier in die Kamera halten. Wir zeigen erstmal das Alte. Kann man ja versuchen, mit irgendwelchen Farben also das anzupinseln, damit es nicht mehr so glänzt. Aber irgendwie pinseln ist ja nicht. Man sollte ja vorsichtig sein. Ja, ja. Und wenn man jetzt nicht genau weiß, welche Farbe da funktioniert, auf diesem Material hält, kann man es ja ganz einfach machen. Man kann ja zum Beispiel einfach auf der Unterseite probieren. Ne? Probieren. Mit verschiedenen Farbsorten, bis man denkt, das sieht ganz gut aus. Und dann macht man es im sichtbaren Bereich. So. Ja?
Nun verrate ich ja den unseren Zuschauern wahrscheinlich jetzt nichts Neues. Wir haben natürlich ein bisschen probiert oder du hast probiert. Ja. Es ist ja eigentlich auf deinem Mist gewachsen. Ja. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses hochglänzende, nagelneue Dach, die es sicherlich auch gibt, mal ein bisschen umzugestalten, mal ein bisschen in einen Zustand zu versetzen, wie es in der Natur sein könnte. Wir drehen das mal um, machen mal Tata. Ja. Und Sie sehen jetzt schon, was? Naja, man sieht da einen deutlichen Unterschied. Unbehandelt, behandelt. Behandelt. Na, oder hier, besonders sieht man es am Schornstein. Ne? Also das ist von der Form ganz schön, aber glänzendes hellgraues Plastik, das ist ja Unsinn. Also hier habe ich das ein bisschen gealtert. Also man kann zum Beispiel mit einer Stecknadel so kleine Ritzen reinmachen, so kleine Risse. Und dann mit verschiedenen Farben ein bisschen anpinseln, oben ein bisschen geschwärzt. Auch hier zum Beispiel, dass man hier sieht, wie das Wasser so ein bisschen runtergelaufen ist nach dem Regen. Ja, das sieht doch schon ein bisschen echter aus, ja. Ne? Und schnell gemacht. Das sagst du. Ich meine, welchen Tipp kannst du jetzt den Anfängern geben? Wir haben gesagt, einmal hier unten mal probieren auf neutraler Fläche. Und nachdem ich nun 50 Jahre geübt habe, ne? Also dauert das ja schon 5 Minuten. Ne? Also, ja. Also das zum Beispiel ist ganz normale Tusche, aus einem ganz normalen Tuschkasten. Ja, das macht sich ganz gut. Einfach nur so ein Schwarz-Grau-Gemisch. Ein bisschen herumprobieren, ein bisschen runterlaufen lassen, wenn einem das nicht gefällt, ja, ja. Kann man das ganz leicht wegwischen. Abwischen, nur einmal abwischen, weg. Ne? So, weil wir gerade bei den Materialien waren. Also man kann, liebe Zuschauer, natürlich verschiedene Materialien nehmen, ist ganz klar. Du sprachst von Tusche, man kann Acrylfarben nehmen, ja. Man kann... Emaillefarben habe ich auch benutzt, zum Beispiel hierfür am Schornstein. Emaillefarben, also um diese feinen Risse darzustellen. Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Man sieht es auch wirklich wunderbar. Ja. Ich hoffe, wir sehen das, liebe Zuschauer. Man kann also mit ein bisschen Geschick und ein bisschen Geduld und Spucke das Ganze entsprechend patinieren. Und das macht ja auch den Reiz einer Modellbahnanlage aus. Denn wenn das so neu ist und alles glänzt, das sieht zwar auch schön aus, aber ist nicht so toll. Und der Trend geht ja auch beim Basteln und Bauen eindeutig in die Richtung, dass man das ein bisschen mehr anpasst. Ich habe das zum Beispiel auch immer gesehen beim Altern von Lokomotiven. Es sind ja manche richtig ganz tolle Stücke draus geworden, was man da alles so machen kann. Aber wichtig ist, dass man es vorher probiert und ja, es gibt genügend Farben im Handel, kann man also alles kaufen. Ja, und eben testen, probieren. Und probieren und testen. Ja, weil wie gut das aussieht. Ne? Ja. Und hier bei Tuschfarben kann man es einfach wegwischen, ist ganz einfach. Ja. Bei anderen Farben ist es ein bisschen schwieriger, geht aber auch. Das ist zum Beispiel jetzt, wie gesagt, erstmal ein Beispiel, was wir angedeutet haben. Und das sieht doch eigentlich schon viel, viel schöner aus. Meine Meinung. Ja. Aber wir haben ja noch mehr gemacht. Das wollen wir auch noch zeigen. Und ich hatte es vorhin den Zuschauern schon gesagt, mit den beiden Torbögen. Hier sehen Sie auch schon, liebe Freunde, das Haus ist auf der einen Seite, ja, wie sagt man, etwas angeschmutzt. Ja. Und rechts, das wäre so eine Möglichkeit. Auch hier hast du mit Tusche gearbeitet. Das ist normale Tusche, einfach nichts weiter. Bisschen, mal ein bisschen probieren, dünn und dann trocknen lassen. Ja. Und es ist ja auch farbecht. Das bleibt ja erstmal drauf. Ist sehr preiswert und jederzeit leicht abzuwischen. Ja. Also man kann mit relativ einfachen Mitteln bereits schon tolle Ergebnisse erzielen. Aber es gibt ja noch ein tolleres Ergebnis, denn das Problem war ja eigentlich und die Aufgabenstellung, ich zeige es mal in die Kamera, die Tür ist genauso grau gewesen wie die Eingangstür, aber wir haben mit dieser Tür etwas gemacht. Auch mal zeigen, wie das glänzt. Ja, man sieht es auch ein bisschen. Ja, so ein bisschen glänzt. Es ist also eine graue Eingangstür, ist nicht so optimal. Von der Form her ganz schön. Von der Form ist es schön. Aber es kann ja wohl nicht so sein, dass alles eine Farbe hat. Ne? Das ist richtig. Also von der Türklinke über Fensterrahmen, also das ist auch unmöglich. Ne? Genau. Nun haben wir da auch wieder, beziehungsweise du etwas experimentiert. Ja. Ich lege das mal gerne nebeneinander. Der liebe Reinhard hat sozusagen eine Haustür gestaltet. Ja, das waren jetzt eben meine Farben. Ich habe ja die Fensterrahmen extra angepinselt. Und auch die Türklinke hat noch ein bisschen Farbe bekommen. Ne? Sieht doch schon irgendwie echter aus. Oh, und nun wollen wir das auch gleich mal so in der Reihenfolge dranstecken, an dem gealterten Teil die Haustür dran machen und an dem frisch aus dem Baukasten kommende Tür. So, dann gucken Sie sich das mal an. Jo. Das ist doch eigentlich schon eine ganz andere Geschichte. Sieht schon etwas echter aus. Ne? Ja? So, auch hier
Wie gesagt, viel Geduld und Spucke. Einfach mal üben und ein bisschen probieren. Ich kann Sie wirklich nur auffordern und animieren dazu. Wie lange hast du geübt? 50 Jahre hast du gesagt. So lange werden Sie das wahrscheinlich nicht üben müssen. Sie kriegen das sicherlich auch hin. Wir wollten Ihnen das nur im Vorab mal zeigen, dass man dieses Haus auch wirklich schon beim Zusammenbauen, muss man ja auch aufpassen, schon vorher alles machen soll. Und vor allen Dingen bei den Haustüren, die sind ja auch an den Spritzling dran, macht sich besser, wenn man den Spritzling in der Hand hat und das dann entsprechend mit dem Pinsel nachpatiniert. Tja, was kann man... Ja, es sieht ja nicht nur etwas echter aus, es ist ja dann auch was Eigenes, ne? Wo auch man so ein bisschen stolz sein kann. Also man hat nicht nur das Haus aus der Schachtel genommen, sondern auch ein bisschen selber gestaltet. Bisschen Gehirnschmalz reingesteckt. Ja, was Eigenes. Ne? So, und das Gleiche ist ja auch bei diesen Dachfirsten. Sie kennen das von diesen bayerischen Häusern. Auch das war in einem schlichten Grau, haben wir es nochmal irgendwo. Kommt das aus der Schachtel? Das ist natürlich nicht natürlich, ist ganz klar. Aber hier, auch hier hast du sozusagen im Grunde genommen von der Farbe her den gleichen Stil genommen, sodass da also ein bisschen... Aber mit leichtem Glanz, ne? Mit leichtem Glanz. Muss ja wetterfest sein, ne? Also in der Wirklichkeit würde man das Holz ja auch versuchen, wetterfest zu machen. Ne? Genau. So, und dann braucht man das Ganze, wie gesagt, nur noch zusammenfügen. Und dann hat man... das Haus eigentlich fertig. Ja. Und so kann man dann Stück für Stück weitermachen. Ja. Da danke ich dir erstmal, lieber Reinhard, für dein kurzes Statement dazu, was man machen kann und wie man es machen kann. Und ich werde das Haus weiter zusammenbauen und zusammengebaut den Zuschauern nochmal präsentieren. Ja. So, liebe Freunde, so sieht es dann aus, wenn das Haus fix und fertig zusammengesteckt wurde. Wir hatten also auch gesagt, wenn Sie bereits vorher schon altern wollen oder ein bisschen Farbe dranbringen wollen, sollten Sie vorher tun, nicht hinterher. Und dann müssen Sie es, wie gesagt, nur noch zusammenstecken und damit ist auch schon der Käse gegessen. Denken Sie auch dran an die Beleuchtung, das, was ich Ihnen vorher schon mal gezeigt und gesagt habe, entsprechend vorher schon zu installieren und vorzusehen. Und dann kann einem Hausbau aus dem Hause Kriebri mit dem Haus Bichelberg nichts mehr im Wege stehen. Es gibt noch mehr Bausätze, das möchte ich Ihnen auch so an der Stelle auch mal sagen. Da können Sie gerne bei uns auf den Seiten stöbern. Es gibt da in dem Stecksystem und im Zwei-Farben-Spritzgießverfahren noch weitere Modelle bereits im Angebot. Hier zeige ich Ihnen nochmal abschließend, was wir gemacht haben. Wir haben das Haus ganz normal zusammengebaut. Wir haben vorher mal uns das ein bisschen angesehen und auch gealtert. Sie sehen hier auf der rechten Seite das Haus etwas mit Gebrauchsspuren dran und der bereits fertigen oder bemalten Haustür. Ebenfalls hier oben am Dachgiebel dieses verzierte Holz haben wir ebenfalls in der gleichen Farbe wie die Haustür gemacht. Und hier auf der linken Seite sehen Sie noch die unbehandelte, die unbehandelte Fläche auf der Seite, so wie das eigentlich aus dem Bausatz kommt. Auch hier nochmal zeige ich Ihnen gern nochmal unsere Kunst, die wir gemacht haben mit dem Dach. Sie hatten ja gehört, man kann auch schon mit normalen Tuschfarben arbeiten, ein bisschen verlaufen lassen und trocknen lassen. Und den Schornstein haben wir natürlich auch ein bisschen gealtert. Der ist also jetzt auch schon 15, 20 Jahre alt. Der gehört mal wieder renoviert. Also wie gesagt, mit diesen Dingen, liebe Modellbahnfreunde, kann man vieles machen. Und ich wollte Ihnen heute einfach dieses neue, geniale System von Kiebri, diese neue Bausatzgeneration in Steckbauweise mal vorstellen und das, was man alles machen kann. Lassen wir es nochmal Revue passieren. Es ist relativ einfach zusammensteckbar. Es kommt fast ohne Klebstoff aus. Es ist relativ schnell gemacht. Es ist eine große Zeitersparnis. Sie können dann das Haus natürlich auch mit den Produkten aus dem Hause Fiesmann entsprechend illuminieren und beleuchten. Auch das habe ich Ihnen gezeigt, was man alles dazu braucht. Und mit dieser Programmierung, mit diesem Lichtdecoder, das wird Gegenstand einer neuen Sendung werden. Jetzt wünsche ich Ihnen zumindest erstmal viel Spaß mit den Produkten aus dem Hause Kiebri
Und ja, freue ich mich dann aufs nächste Mal und verbleibe bis dahin, Ihr Frank Buttig.